Den können wir uns ja auch noch mal eben Knochen holen. Alles klar. Ja, siehst du, wir haben eh nur noch einen Knochen, dann passt das. Aber ich bräuchte. Ja, ein bisschen mehr. Okay. Nee, das täuscht, glaube ich, die dockt nicht mit der anderen an. Aber hier ist gar nichts, ne? Außer ein paar Schwimmreifen und. Da, wo es wieder hochgeht. Wahrscheinlich geht es da raus. Na, toll. Da. Bewegt das Boot. Bewegt das Boot, nein. Ja. Das war's irgendwie, ne? Da ist irgendwie nicht wirklich was, was man holen kann. Hier ist es auch nichts irgendwie, was man in die Luft sprengen kann. Das ist eigentlich nur eine Höhle, wo so ein Kevin drinnen lebt. Oh. Don't be afraid, just believe. Und rote Farbe. Nice. Nee, ist doch nicht despawned. Hätte ja sein können. Sieht so aus, als wenn man da hoch könnte. Es geht da hoch. Aber hier ist nichts. Hier wäre ein schönes Versteck. Hier würde keiner hochkommen. Ja, aber. Ja, wir haben die Höhle abgeklappert. Im Dynamit. Dynamit, Dynamit, Dynamit. Ich weiß nicht, wie andere das hinkriegen, aber ich krieg gerade mal eine Stunde die Brille. Also ich kann die gerade mal eine Stunde tragen und dann fangen an, meine Ohren zu schmerzen. Oh, ich weiß nicht, wie andere das hinkriegen. Ich meine, ich trage die Brille ja auch nur, wenn ich vom PC sitze. Aber mit Kopfhörer ist das doch schon eklig. Oh, das tut voll weh. Oh Gott. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Ich glaube, es geht da raus. Ich habe erhofft, wir finden hier vielleicht was. Also wenn es da rausgeht, dann gehe ich wieder runter und dann gehe ich nochmal gucken. Oh. Ja, ich würde sagen, der hatte nicht so viel Glück. Lecker. Das gefällt mir nicht. Und es ist sehr laut. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Ich gehe nur auf Nummer sicher, habe ich gesagt. So. Ich sehe nichts. Wo bin ich hier denn gelandet? Also hier gibt es schon mal nichts. Dann bin ich beruhigt. Wenn ja, weiß ich, wo ich hingehe. Hier ist Feuer. Achso, ich sollte vielleicht schon. So. Was gibt es hier? Hier ist ein Nager. Ein Koffer mit nichts. Noch ein Koffer mit. Alles klar, Sachen, die ich nicht brauche. Oh, was ist hier denn? Gut, eine Zeichnung. Das könnte etwas bedeuten. Ich kann hier speichern. Und schlafen. Okay, speichern finde ich gut, das mache ich. Ich speichere gerne in der Höhle.
Aber. Oh, warte mal. To-Do-List aktualisiert, neuer Antrag auf deiner To-Do-Liste. Geht's da raus? Also ich will jetzt nicht raus, weil da hinten geht's auch. Hier kann man wieder tauchen. Bin ich hier? Wir haben auch nicht alle Höhen durchgeguckt, ne? Wenn ich mir mal das so angucke. Ja, ich weiß, dass ich Hunger habe. To-Do-Liste, was denn? Heraufzuklettern, finde einen Weg in den Kessel, finde die vermissten Flugzeuge. Okay. Ich gehe mal gucken. Ich glaube, hier kommt man raus. Vorher will ich mal irgendwas anderes wissen. Weil da hinten. Hier ging es ja auch irgendwie noch weiter. Oder ist das einfach nur. Ja, die kann ich immer gebrauchen. Also hier kann man definitiv tauchen. Ja, gut. Gespeichert habe ich. Also werde ich wohl da mal hingehen. Gibt's hier echt nicht. Ich bin immer noch verwirrt, weil ich bin der Meinung, wir müssen doch irgendwo den Taucheranzug kriegen. Ich weiß, wo der, also wie der gestellt ist. Also so ein Typ, der hat die Taucherausrüstung, aber ich krieg's da halt nicht. Ich geh mal nach oben. Ich glaube, das ist der Ausgang. Warte, bevor wir jetzt nach unten gehen. Wir haben sowieso Hunger. Guck ich mal eben, ob wir alles abgeklappert haben. Sieh mal eben weg von der Karte. Gut. Da können wir nicht tauchen, da kann man auch tauchen. Uns fehlt wirklich diese blöde Taucherausrüstung. Na gut, dann gehe ich da erstmal hoch. Ich kann mich nicht drehen. Geht da raus. Das scheint wirklich da ein Ausgang zu sein. Wenn da ein Ausgang ist, dann will ich nochmal nach Hause gehen, werde da nochmal die Höhen abklappern, weil irgendwo muss ja die Tauchausrüstung sein. Tschüss. Geht's da raus? Man sieht das auch nicht. Das ist so doof. Nee, da geht's nicht raus. Da geht's aber, glaube ich, raus. Na gut, ich gehe erstmal noch weiter hoch. Da geht's raus, ne? Ja, da geht's raus. Ich will aber noch nicht raus. Ich will noch nicht raus. Nee, vergiss es. Ich will noch nicht raus.
Es kann nicht sein, dass hier eine Höhle ist, wo es nichts gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Boah, das ist schon heftig, die Höhe. Die muss ich nicht haben, muss ich gestehen. Ich gehe noch gucken. Sorry, Leute, also es muss hier noch irgendwo was geben. Ich weiß jetzt schon, die hier voll spielen, die sagen auch, nee, da ist doch was, du bist voll vorbeigelaufen. Ich weiß das jetzt schon. Okay, ich gehe jetzt hier echt rumgucken. Weil dann nehme ich den anderen Ausgang wieder, ist mir dann egal. Da ist ein Wasserfall. Ach, das sind gar keine Menschen, das sind Steine, sehe ich gerade. Da ist einer. Da hat einer mit dem Tauchen oder der ist abgestürzt. Das kann auch sein. Gut. Hier ist wirklich gar nichts. Außer speichern, speichern, speichern. Und ein blödes Lager. Oh, das sind Marshmallows. Die nehme ich gerne. Koffer sind wieder zu. Da hätte ich glatt was vergessen zu übersehen. Ich glaub's nicht. Hier ist gar nichts. Bezweifle, dass hier wirklich nichts ist. Aber hier ist wirklich nichts. Da kann man durchtauchen. Oh, das. Kann man da wirklich durchtauchen? Könnte sein, ja. Hier ist wirklich rein gar nichts. Aber wir haben alles abgesucht. Na gut. Ich bin verwirrt. Hier ist nichts Neues gespawnt, ne? Nein. Okay, dann bin ich beruhigt. Weil sonst muss ich wirklich mal offscreen auf der Karte gucken. Weil vielleicht haben wir das wirklich übersehen, den Taucheranzug. Weil das wäre ja gar nicht, wenn wir den übersehen haben. Ist es nicht, sobald ich da durchgehe, dass er. Ah, egal. Dann ladet er neu. Entweder wir haben Pech und wir haben gleich wieder ein paar Kollegen oder wir haben Glück und es ist keiner da. Solange nicht Klausel wieder da ist, ich habe keine Molotovs. Mehr. Müsste ich mir erst wieder welche holen. Hier ist auch nichts. Da bin ich ja mal echt gespannt.
Thank you.